So, Freunde, Freunde der Nacht. Es ist heute der Sonntag vom GIF-Event. Ich habe meine Teilnahme am GIF-Event heute gestern schon abgesagt. Mir geht es nicht so besonders, ich bin recht erkältet. Wollte eigentlich halt ein Video aufnehmen über die großen Streitfälle beim Geocachen. Muss das aber wahrscheinlich auf nächste Woche verschieben. Gesetztenfalls, dass man im Laufe der Woche besser geht. Drum habe ich vor Wochen einmal schon ein Video aufgenommen, das wo ich für solche Notfälle bringen kann. Und zwar geht es heute um Mega-Events. Viel Spaß mit dem Video, auch wenn es schon ein paar Wochen weit ist, das die Aufnahme. Servus. Also ich für meinen Teil, ich liebe Geocaching-Events, aber bei Mega-Events ist es ein bisschen anders. Ja, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich war jetzt zweimal auf einem Spätzl von mir schon viel öfters. Eine davon, also eine Freundin von mir, war sogar schon auf der Nummer größer. Und zwar ist die Rede von Mega-Events und sie war halt nur auf einem Giga-Event. Ja, was soll man dazu sagen? Ist ja, ihr kennt es ja, wenn ihr Geocacher seid, kennt ihr ja das typische Geocacher-Event. Ihr geht hin, hockt euch hin, esst was, trinkt was, ratscht was. Das ist so das absolute Standard-Event. Ist nett, kann man hingehen, finde ich persönlich auch recht schön. War jetzt schon lange auf keinem solchen Event mehr, es war aber in letzter Zeit auch noch nichts. Ist jetzt, im September geht es jetzt glaube ich wieder an. Der Ingolstädter Stammtisch hat ja wegen Umbaumaßnahmen nicht stattfinden können. Aber das ist schon mal angenehm. Die Nummer schöner sind dann so Erlebnis-Events, wo man Boot fährt, wie halt das Geopaddeln, wo wir gehabt haben, wo ich auch schon mal ein Video gemacht habe, oder das Donaudurchbruch fahren, das wo es leider auch nicht mehr gibt. Oder die Geofield Days, wo halt 3 Tage lang jeden Tag was geboten ist. Ein Set, die wo sie jedes Jahr ein Haufen Spiele einfallen lassen, was auch richtig, richtig super ist. Was gibt's noch? Oder Situs. Situs, wo man halt wirklich in der Gemeinschaft was Cooles macht. Und dann gibt's die Mega-Events, wo sich so viel Leute drum reißen, hinzukommen, wo ja dann teilweise tausende Geocacher deutschlandweit, europaweit, weltweit anreisen, um in eine Halle reinzugehen, dafür Eintritt zum Zahlen in die Halle reinzugehen, wo dann nur Verkaufsstände sind, wo du den gleichen Scheiß kriegst, was du im Internet auch kriegst. Das ist meine grundsätzliche Mega-Erfahrung bis jetzt. Ich war jetzt auf 2 Megas, es kann jetzt auch sein, kreuzigt es mir nicht, wenn ihr auf gute Megas wart, könnt ihr es mir gerne reinschauen in die Kommentare oder könnt ihr es mir empfehlen. Ich war jetzt halt auf 2 Megas, das eine war das Geocoin-Festival, letztes Jahr in Berchtesgaden, was halt einfach vom Event her eine reine Geocoin-Verkaufsveranstaltung war gefühlt und halt ein paar Sachen, was noch zum Cachen dazugehört. Und dies Jahr am Let's Zeppelin in Friedrichshafen vor 2 Wochen. Genau, vorletztes Wochenende, vor 2 Wochen war das. Und ich war beide Male ein bisschen so enttäuscht von dem Mega, weil es ist, du zahlst Eintritt. Also beim Geocoin-Festival war es so, du bist reinkommen, draußen war eine Letterbox und das Logbuch, das Event-Logbuch. Du gehst dann rein, zahlst deinen Eintritt, das waren, weiß ich gar nicht mehr, beim Geocoin-Festival weiß ich es gar nicht mehr, waren 14 Euro oder so. Also beim Let's Zeppelin waren es 14 Euro, beim Geocoin-Festival wird es auch so um den Dreh gewesen sein. Zahlst den Eintritt und gehst dann halt in eine größere Turnhalle rein, wo dann ein Verkaufsstand neben dem anderen ist, kommst zu 99% nur mit Geocachern ins Gespräch, die wo du kennst, die wo halt auch da sind. Es hat keine wirkliche Situation gegeben, wo wir mit neuen Geocachern ins Gespräch gekommen sind. Hast noch einen kleinen Aufenthaltsbereich zum Coins und Woodcoins tauschen, wo halt, wenn du nicht gerade Woodcoins tauschst oder Coins nur sammelst für dich selber, auch nicht gerade viel schaffst.
hast eine kleine Rallye gehabt, wo du, wenn du die ganzen Fragen beantworten hast, nur mal einen Coin kaufen dürfen hast. Also da hast du quasi erst was machen dürfen müssen, dass du einen Coin kaufen darfst. Und das war eigentlich das ganze Mega-Event. Ja, wir haben halt dann noch ein paar Dosen außen ums Gelände herum gesucht, haben die Lab-Caches gemacht. Das ist das Einzige, was eigentlich ein Event vom Mega-Event unterscheidet, vom großen, also ein großes Event vom Mega-Event unterscheidet, neben der Zahl der Leute, wo kommen, sind anscheinend nur noch die Lab-Caches. Die, wo es halt dann nur an dem Wochenende gibt. Was aber halt auch bloß sind, im Prinzip sind das auch bloß zeitlich befristete Virtuals. Darum wundert es mich, dass die Virtuals eigentlich grandfathered sind, auch wenn es jetzt wieder 4000 neue Mystery Virtuals weltweit gibt. Mit dem virtuell Geschenk da. Ja, und dann suchst halt nur Dosen außen rum und siehst halt dann schon, Dosen suchen kann man es eigentlich nicht nennen. Meine Erfahrungen bei Megas war jetzt halt immer anstehen, um loggen zu dürfen. Also in Berchtesgaden war das ganz schlimm, da war das wirklich so, du hast gesehen, okay, da steht jemand mit einem GPS-Gerät am Gürtel und dahinter stehen ja nochmal 10 auch, die Hälfte davon mit GPS-Gerät am Gürtel oder Handy in der Hand und stehen auch, um in ein Logbuch reinschreiben zu dürfen. Beim Led Zeppelin war es anders, da haben dann die Dosen, die wo wir gesucht haben, haben große Stofffetzen dort gehängt, auf denen man loggen sollte, damit die Logbücher nicht überfüllt werden. Wo ist da ein Suchen dabei? Was mir jetzt halt im, ja, das, da kann ich eine ganz normale Caching-Tour auch machen, weil ja, es ist schon cool, wenn man andere Cacher trifft beim Cachen, aber da waren halt ganz viele dabei, so nach dem Motto, ich trage mir jetzt halt da bloß schnell in die Dose ein und wieder weiter. Also du bist nicht, wie wenn du normal an einer Dose durch Zufall wen triffst, kommst du wenigstens ein bisschen ins Reden und tauscht Cacher-Namen aus und sowas. Und redst halt mindestens zwei, drei Sätze mit denen. Und da war das halt teilweise, wart, lass es gleich raus, dass ich auch loggen kann und fertig. Mehrer war das nicht. Das Jahr war mein Friedrichshafen, das wo so von der Beschreibung her, wo so viel geboten sei sollte und wo ich so lange überlegt habe, fahre ich jetzt mitnunter und hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich was verpasse. Und dann bin ich mitnunter gefahren und als Mega selber war es eigentlich nicht wert, da runter zu fahren. Es war, das Coole war, dass Zeppelin rumgeflogen ist. Aber der fliegt ja, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, unabhängig von dem Mega-Event. Du hast halt jetzt über das Mega die Zeppelin-Flüge buchen können, zusätzlich. Und dass du dann in der Halle warst, wo nur mehr Zeppelin drin gestanden ist. Was auch cool war. Aber in der Halle waren wieder Verkaufsstände. Und bis auf einen Stand alles auch nicht einmal zu Messepreise, sondern zu den ganz normalen Preise, wie du das im Internet auch kriegst. Da ist halt dann ein Geo-Versand, ein Geo-Coin-Shop, Garmin-Stand, was ich jetzt halt heute beim Sarfox gelesen habe, was anscheinend jetzt selten war auf Mega-Events. Dann ein LED-Lenser-Truck, also eigentlich lauter so Standardsachen und nichts, wo du jetzt halt sagst, das wäre irgendwie so besonders. Ein Stand war noch dabei, der, wo ich sagen muss, der war ein bisschen interessant. Das waren anscheinend irgendwie so besondere Trackables, wo du ein Rätsel lösen musst, um an ein Logbuch fürs Trackable ranzukommen. Ja, aber das allein reißt jetzt auch nicht raus. Und waren halt immer wieder auf der Bühne so Vorführungen, wo ich jetzt halt auch nicht mitgekriegt habe, dass das so großartig irgendwie was gelaufen ist. Und der größte Beschiss überhaupt in meinen Augen, der OCB, der Original Can of Beans. Also die Bohnendose, wo im ersten Geocache überhaupt drin war. Das ist eine alte Rostlaum in einer Glasvitrine drinnen und wenn die Informationen richtig sind, wo ich gehört habe, dann kostet es 10.000 Euro, dass man die aussteuern darf. Und wenn das stimmt mit den 10.000 Euro, die wo ja dann quasi wieder in die Eintrittspreise umgelegt werden, also was noch oben drauf kommt, damit du da reingehen darfst, um Geld auszugeben, dann hat der wo die Mega-Events erfunden hat, eine richtig geile Geschäftsidee gemacht. Also es ist klar, es ist, ich darf jetzt halt kein Negatives dazu sagen, weil
Es ist ja tatsächlich so, der Veranstalter von einem Mega-Event darf keinen Gewinn machen, sondern der muss ja eine Kostenaufstellung machen, darf mit den Eintrittspreisen plus seine Kosten ausgleichen. Und wenn es einmal einen Überschuss gibt, dann muss er das spenden und muss er das Ganze mit Groundspeaker dementsprechend eine Abrechnung machen und alles. Ist ja von dem her okay. Trotzdem frage ich mich mittlerweile tatsächlich, was ist der Mehrwert an einem Mega, da Eintritt zu zahlen dafür, dass eigentlich bloß eine Einkaufsmeile ist. Für mich war der Mehrwert am Bodensee, also am Led Zeppelin, tatsächlich die 180er Matrix, die wo ausgelegt worden ist, weil das teilweise richtig, richtig. Ja, was heißt richtig? Ja, es waren ein paar echt schöne Dosen mit dabei und gerade halt die Gegend um den Bodensee rum. Wir haben halt das genutzt, wir haben einmal um den Bodensee rum, wir haben nach Liechtenstein runter, haben da einen kurzen Abstecher gemacht. Ich war das erste Mal tatsächlich in der Schweiz. Ich war ja schon mal in der Schweiz am Genfer Flughafen, aber bin halt nicht aus der internationalen Zone raus. Das heißt, ich war auf Schweizer Boden, aber nicht wirklich in der Schweiz nach grenzrechtlichen Gesichtspunkten. War jetzt da das erste Mal wirklich in der Schweiz, habe gesehen, dass Liechtenstein und die Schweiz eigentlich gar kein so ein großer Unterschied ist und dass das mit den Schweizer Grenzkontrollen, mit den harten, dass das eigentlich ein Schmarrn ist, weil da war weniger Grenzkontrolle als wir an der österreichischen oder an der deutschen Grenze. Nämlich gar keine. Ja, das war dann tatsächlich schön. Und auch die Dosen, wo wir nebenbei noch mitgenommen haben, ein richtig schöner T5 unter der Brücke drunter. Eine von den Matrix-Dosen, wo ich mal am Abend schnell noch reingesprungen bin und im Hafen an einem Pfosten hingeschwommen bin, wo die Dosen befestigt waren, unter Wasser, wo wir fast nicht gesehen hätten. Das war dann cool. Aber rein als die Megas an sich, wo ich bis jetzt hatten, waren, als Veranstaltungen für sich selber, waren jetzt halt beide eigentlich nicht so besonders. Was will ich eigentlich damit sagen, eigentlich so? Überlegt es euch dreimal, wenn ihr auf ein Mega fahren wollt. Und informiert euch am besten, vor allem wenn es Megas sind, die wo öfters einmal sind, informiert euch vielleicht besser, was da so geboten ist. Und überlegt es euch halt, ist es euch wert, Eintritt zum Zahlen für ein Event, wo sie es eigentlich nicht, wo sie eigentlich bloß was verkaufen wollen. Ja, jetzt ist an euch, wir schauen ja doch einige Geocacher zu. Habt ihr irgendwelche Megas schon besucht, die wo wirklich richtig, richtig geil waren, wo es wirklich nicht bloß da warst, um Ei zum Kaffer, sondern wo halt wirklich was geboten war, wo sich das wirklich rendiert oder wo halt der soziale Faktor ein bisschen besser durchkommt, was ja beim Mega einfach bis jetzt bei beide, wo ich war, nicht der Fall war, weil ich immer nur mit Leuten geredet habe, die wo wir eh schon kennt haben und du eigentlich nicht dazu gekommen bist, neue Leute kennenzulernen, weil jeder bloß stur durchrennt und zeigt und war und dann seine Labs macht und dann nur so zum Cachen geht. Was sind da eure Erfahrungen unter euch Geocachern, die wo ihr da seid? Ich bin auf alle Fälle am Standpunkt angekommen, ich überlege mir das wirklich, wirklich, wirklich schwer, ob ich nochmal direkt auf ein Mega fahre. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal auf ein Mega gehe. Es ist ja sogar recht wahrscheinlich, dass ich nochmal zu einer Location vor einem Mega hinfahre, während das ist und dann halt einfach außenrum Dosen zu machen, die Labs zu machen, das zu nutzen, dass halt dann vielleicht irgendwelche besonderen Dosen für das Mega published werden sein, eben wie die 81er Matrix am Bodensee oder irgendwelche Nebenevents. So, ich habe zum Beispiel erfahren von zwei Spätzle, die waren letztes Jahr auf einem Mega in der Tschechei, in Prag, wo es dann ein Spieleabend-Event gegeben hat. Das ist doch einmal geil. Wobei mir überlegt, warum gibt es kein Spieleabend-Event bei uns? Muss ich mir auch noch überlegen, ob man da sowas nicht einfach einmal aufzählen kann. Naja, egal. Gut, das waren jetzt meine Gedanken zum Mega. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Megas habt, die wo wirklich geil sind, die wo sie rentieren hier zum Fahren, schreibt es ja in die Kommentare, wo ihr wissen, vielleicht ist ja dann nochmal was oder vielleicht ist nochmal was so ähnliches. Und dann gehen wir hier und wir sehen uns dann halt im nächsten Video draußen, im Wald, draußen auf der Straße, keine Ahnung wo. Vielleicht hören wir uns auch endlich demnächst einmal beim Podcast, wenn ich jetzt endlich einmal meinen Arsch hochkriege, den aufzunehmen oder die erste Folge aufzunehmen. Und dann sehen wir uns. Servus, bis bald im Wald.